bin Viktor von Scheffel. Ich war hier in Bad Kissingen dreimal zur Kur. Ich war meines Zeichens Geisteswissenschaftler und Poet. Ich habe den Roman Eckehart verfasst und den Trompeter von Säckingen und auch das Frankenlied. Ja, in Bad Kissingen habe ich versucht, meine Gesundheit wieder auf Vordermann zu bringen. Es war eben so, dass die Geisteswissenschaftler damals sehr gerne getrunken und gefeiert haben und das musste man dann auch dementsprechend kurieren. Ich bin Kilian Rottenberger und ich stelle den Viktor von Scheffel seit 13 Jahren dar. Ja, es ist angenehm, weil der, sag mal, Haufen, der wir sind, eigentlich sehr homogen ist und das ist alles in sich stimmig und dann macht es auch wirklich Spaß.